Jo, was geht? Ihr schaut Meckles Blog und das ist das 100. Video, was auf diesem Videokanal erscheint. Und es ist unglaublich, eine Jubiläumsausgabe und dann noch mit einer Band, die seit 2 Jahren einen unglaublich rasanten Aufstieg hinter sich hat. Feine Sahne Fischfilet, erstmal vielen lieben Dank für das Interview. Nett, dass ihr Zeit für mich habt. Freischnaps oder sowas irgendwie für die 100. Ausgabe? Ich meine, irgendwie muss das doch feiern, oder nicht? Ja, ich hatte ein Sixpack Bier dabei, aber durch das Warten jetzt ist leider aus dem Sixpack Bier nur noch eins übrig geblieben. Also sozusagen, wir können ja irgendwie sowas machen. Deine 100. Ausgabe, du hast 100 Ausgaben gemacht. Das ist das 100. Video, richtig. Solltest du alle Biere, während wir antworten, musst du immer ein Bier ausleeren. Ey, das wird mies. Ich habe 8, ich hab 8 Fragen vorbereitet. Okay, wir versuchen es, wir versuchen es. Du hast 8 Fragen. Moment, ich habe hier noch eins. Prost. Cheers. Oh, Energy Drink. Okay, los geht's. Das wird das schlimmste Interview meiner Karriere, ey. Neben dem Discorso-Interview. Ich gebe dir nachher einen Schnaps aus. Wenn du mir auf die Füße gekotzt hast, kriegst du einen Schnaps von mir. Okay, wir fangen mit was ganz Einfachem Nächten an. Ihr habt diesen unglaublich wunderschönen Schreibfehler in eurem neuen Interview. Ich meine, ihr habt es mitbekommen, es haben euch oft genug irgendwie witzig, dass eure Fans es notwendig finden, euch darauf nochmal ganz explizit hinzuweisen. Mittlerweile so eine Scheiß-drauf-Mentalität oder ist es einfach nur eine intelligente Namensänderung, dass man endlich mal aus der Kartei des Staates verschwindet? Einfach scheißegal. Nee, es war so wirklich, es haben ja wirklich gleich Leute echt angeschrieben und es war, ich meine, ich habe dieses Video 20 Freunden vorher immer gezeigt, rauf und runter geguckt schon vorher, bevor wir es veröffentlicht haben. Niemand ist es aufgefallen. Da war der Fehler, glaube ich, auch noch nicht drin, habe ich das Gefühl, weil da ist es mir auch nicht aufgefallen und auch keinem aufgefallen. Ja, das war der Verfassungsschutz. Irgendwas, ja, doch. Jetzt wird mir einiges klar. Nee, ich glaube wirklich, es ist so, ich meine, da haben Leute geschrieben, ja, wir sollen das so runternehmen und bla bla bla, so ein Scheiß. Es interessiert mich wirklich einen Haufen Scheiße, es ist so richtig egal. Es ist eher lustig und zeigt halt, weiß nicht, was wir vielleicht für Bauern sind oder so, weißt du, irgendwie so. Sehr gut. Nee, Schreibfehler, ist mir beim Alarmsignal-Interview dummerweise auch Video auch passiert. Ich habe taped mit 2 P geschrieben, also ich finde das super sympathisch. Ich hab jetzt kommt irgendwas zu nee. Aber ganz kurz, warum seid ihr von Medienkollektiv Manfred weg zu einer... Stopp, das war die erste Frage und dein Bier ist noch nicht ausgetrunken. Ich glaube, du solltest dich ein bisschen beeilen. Alles klar. Vollgas. Sportlich. Oh. Okay, weiter geht nicht, tut mir leid. Okay, ist ja erst bei den nächsten Fragen, muss ja. Ist ja okay. Okay, Medienkollektiv Manfred. Oh, coole Frage, ja. Weggegangen, jetzt zu einem neuen. Das also fällt vielleicht nur Menschen auf, die... selber Videos machen, aber warum? Was ist passiert? Warum nicht mit Medienkollektiv Manfred, was für eine eurer letzten Platte echt wunderschöne Videos gemacht hat? Das neue Video sieht auch mega, ist mega geil, aber warum der Wechsel? Ich glaube, das war einfach bloß die Neugier, oder? Was würdest du sagen? Also einfach mal was anderes auszuprobieren. Und das ist jetzt ja nicht so, dass wir mit Medienkollektiv Manfred gebrochen haben oder so. Das ist jetzt einfach bloß mal so ein neuer Versuch gewesen oder einfach mal geguckt, wer macht noch so Videos so im Dunstkreis, wie läuft das anders und so weiter, mal ein paar neue Erfahrungen sammeln, aber nach wie vor machen wir mal ganz viel noch mit den Leuten und das sind halt auch unsere Leute so und das werden wir nicht vergessen. Für mich ist halt einfach ganz, man muss das überhaupt nicht so ausspielen, also gegeneinander ausspielen, ja, im Sinne, oh, jetzt habt ihr mit denen das nicht gemacht, denn alle Videos vorher zum Beispiel, also selbst auch jetzt wieder fürs Album, wie dieses zum Beispiel Album-Trailer-Video, als wir da den LKW ziehen, den Trecker ziehen, etc. pp., machen wir immer mit der gleichen Person, mit den gleichen Leuten. Und wir hatten einfach mal Bock, sozusagen mit einer anderen Person was zu machen, wo wir auch gedacht haben, die machen geile Videos. Und ich kann jetzt schon sagen, wir werden halt auch wieder genau mit dem Medienkollektiv Manfred-Leuten halt weiter Videos machen, ja. Das sind Leute, die uns schon jahrelang irgendwie begleiten, ja. Und beispielsweise die eine Person spielt halt auch in der Band, Jong, ja, der eigentlich größtenteils immer die Videos mit uns macht, der auch die Videos gemacht hat in der Band The Flexfits. Und ist das hier in der Nähe? Nee, ne? Köln nicht, ne? Aber wir, Köln. Zwar, naja, Westdeutschland halt, ne? Irgendwie alles, irgendwo alles hier eine Ecke da, ne? Glaub mein Opa. Und das ist. Da nehmen wir die auch mit, also und spielen irgendwie den Abend. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir verfeindet sind oder so, sondern oder jetzt auf einmal sagen Scheiße, sondern wir hatten einfach mal Bock, was Neues zu machen, auch mal mit anderen Leuten, so wie wir es in ganz vielen Bereichen so machen. Und genauso
machen wir aber auch mit den Leuten und haben wir Bock darauf, dass die wieder Videos mit uns machen. So, und das ist auch wieder in der Planung. Alles klar, ich trinke das Bier gleich zur nächsten Frage. wir bleiben beim neuen Album. Ich wünsche mir persönlich ein Remake von Disteln im Beton. Das ist meiner Meinung nach, damit habe ich euch kennengelernt, gehört zu meinen All-Time-Favorites. Gibt es irgendwann mal eine Neuauflage von den sehr DIY-produzierten Sachen? Oder zumindest die nicht so hochgradig gut produziert sind? Vielleicht jetzt neues Label? Kommt vielleicht irgendwann mal eine Neuauflage? Vielleicht auf einem neuen Album mal ein alter Song neu aufgenommen, in besserer Qualität? Wenn ja nur von der ersten Platte. Von der allerersten. Nee, nö, also ist jetzt auf jeden Fall nicht in Planung. Also ich glaube, wir konnten... Oder? Also ich meine, damals fanden wir es total geil, als wir es aufgenommen haben. Wir haben das wirklich in einem Kinderzimmer aufgenommen, das Album. Dafür ist es, glaube ich, echt cool. Auch mit einem Kumpel aus Serbien, ja, Schmuck. Fanden das total fett, spielen das Lied ja auch noch öfters. Aber ich weiß nicht, wenn wir vielleicht mal 30 werden und so und dann unsere 5. Reunion hinter uns haben und so ein Bums irgendwie, dann... machen wir bestimmt auch nochmal irgendwie so ein The Best-of, um nochmal irgendwie die letzten Punker abzuziehen. Aber jetzt ist das gerade auf jeden Fall nicht geplant. So, gerade haben wir, glaube ich, einfach Bock immer auf neue Sachen. Okay. Oder? Ja, sehe ich genauso. Okay, alles klar. Die neue Platte heißt Bleiben oder Gehen. Es ist quasi das Thema, was sich jeder Dorfpunk irgendwann zu stellen hat. Bleibe ich bei meinen DIY oder bleibe ich bei meiner DIY-Sache oder ziehe ich in eine große Stadt um? Die dann bestehende Strukturen liefert. Gab es mal für euch persönlich eine Zeit, wo ihr gesagt habt, scheiße, eigentlich hätte ich Bock gehabt, dass ich eben nicht mehr irgendwie aufs Feld fahren muss und mein illegales Festival oder dass ich mich nicht mehr nur mit 6 zahlenden Besuchern rumärgern, in Anführungszeichen, muss, weil ich die Band nicht auszahlen kann. Also gab es mal so eine Zeit, wo ihr gesagt hättet, ja, wäre schon schön gewesen, in eine größere Stadt zu ziehen. Und das funktioniert ja, als wenn das nicht so ist. Mehr bei uns. Nee, das ist ja so ein ständiger, also ist ja, weißt du, wir haben da ja gar keine Antwort gegeben bei dieser Frage, sondern ich glaube, diese Ambivalenz ist andauernd da, dass du irgendwie denkst, ja, ich meine, alle ziehen nach Berlin und Hamburg, ja gut, ich meine jetzt neuerdings alle nach Leipzig, ne? Fühlen sich dann alle cool und da geht halt dann auch so richtig, richtig viel und die Weltrevolution steht kurz bevor. Schlussendlich nehme ich das immer so weit, als wenn das genauso scheiße ist wie bei uns, so. Aber genauso geil. Und das ist ja nicht irgendwie nur so ein Abfeiern von Provinz oder irgendwas. Ja, guck mal, wir sind der Großteil von uns halt wirklich in Kleinstädten aufgewachsen, in Dörfern. Und wir leben jetzt ja auch in Greifswald und Rostock. Ja, das ist für einige Leute noch totale Provinz. Aber da geht schon viel, viel mehr als in den Dörfern. Ich glaube, was halt total wichtig ist, dass man halt irgendwie da so einen Blick für behält, dass halt auch einfach immer wirklich coole Leute in den Provinzen gibt, ja, dass es da halt einfach auch geile Leute gibt. Da gibt es halt natürlich total viele Idioten auch, aber es gibt auch immer einfach Leute, die man unterstützen sollte und das versuchen wir, glaube ich, dann einfach mit so Sachen, wie, was weiß ich, wenn wir unsere Release-Party halt wieder versuchen, irgendwo in Vorpommern zu machen, ja, und halt nicht in, was weiß ich, in irgendeinem großen Club in Rostock oder so, ja. Und diese Frage des Bleibens oder des Gehens ist einfach ständig oder so. Ich meine, guck mal, ich habe das bei dem anderen Interview auch schon gesagt, aber zum Beispiel bei dir ist das doch so, oder, Olaf? Also ich meine, du wärst doch nach Berlin gegangen oder so, wenn es nicht die Band gegeben hätte, oder? So? Ja, auf jeden Fall. So, das, aber es stand halt auch bei mehreren Leuten in der Band, der ganzen Bandgeschichte, ganz oft im Raum. Ne? Gehe ich, bleibe ich so. Und ich wollte zum Beispiel nach Berlin, weil halt in Greifswald irgendwie das jobmäßig nicht mehr funktioniert hat. Das ist auch nur ein Beispiel von ganz, ganz vielen, ne? Die halt... die ganze Zeit über gewesen sind und was halt auch immer noch so nach wie vor Thema für uns ist. So, und deswegen ist diese Frage auch, also es ist auch wirklich diese Frage und die bleibt halt auch offen. So. Das ist halt gar, und, aber es ist aber wichtig, ich glaube zum Beispiel, ne, deswegen, das ist ein elementarer Grund, glaube ich, bei vielen, weswegen wir auch noch da sind, weil ich glaube, es ist halt klar, dass wenn halt alle ja Leipzig, Hamburg, Berlin wohnen würden, total getrennt, dann kannst du das halt einfach nicht so durchziehen mit der Band. Ja, ich meine, das ist jetzt schon... neben all den coolen Sachen, aber halt auch schon echt sehr kräftezehrend in vielerlei Hinsicht. Entschuldigung. Nee, was ich so meinte, ich wollte früher auch nach Berlin, gerade als ich mit dem Abi fertig war. Und ich muss im Nachhinein sagen, ich hatte unglaublich großes Glück, dass der NC für Politikwissenschaften in Berlin so dermaßen hoch war, dass was hast du für einen NC gehabt?
Also in Berlin ist 1-0 und ich hatte ein Abi von 2-3. So, ich komme aus Mainz und aus dem Kaff von Mainz. Ja, so ein bisschen. Aber ich habe im Nachhinein, würde ich sagen, ich wäre total kaputt gegangen in Berlin. Weil das Angebot, dass ich jeden Abend für 1,50 € Bier in der Kneipe zu trinken, ich gebe dir ein Feuerzeug. Machst du mir auch ein Bier auf dann? So, also ich bin recht froh, dass ich eben nicht in eine große Stadt gezogen bin, sondern jetzt in DIY-Strukturen eingebunden bin. Ist die Frage, gab es mal eine Zeit, wo ihr es bereut habt? Und jetzt, ich meine, wie es jetzt für euch läuft, ist halt großartig, muss man einfach sagen. Aber oder sagt ihr so, ja, nee, war alles cool, super Sache, Ende aus. Es gibt, glaube ich, immer bei jeder Band irgendwelche Querelen oder irgendwelche Momente, wo man denkt so, oh scheiße, ey, jetzt irgendwie habe ich gerade die Nase voll. So, aber zum Beispiel diese Sache, als ich nach Berlin ziehen wollte oder gedacht habe, ich ziehe dahin, war es halt auch so, ich hatte ja immer noch Bock auf die Band. Aber das wäre ein Riesenfehler gewesen, so, ne? Und dessen bin ich mir jetzt auch bewusst. Nicht nur, weil die Band jetzt so gut läuft, sondern einfach, weil die Band, wir hätten gar nicht bestehen können als Band sozusagen, wenn ich auch noch in Berlin gewohnt hätte. Und fühle mich jetzt da, wo ich bin und das mit dem, was ich mache, verdammt wohl. So, ne? Und ich glaube, vielleicht kann Monchi dazu noch mal mehr was sagen, aber so dieses mal keinen Bock haben und mal total abkotzen, findet dauernd mal statt. So, ne? Aber ich glaube, wenn man da irgendwie einen guten Blick drauf hat, dann checkt man das halt auch und fängt sich auch wieder und merkt, was man macht, ziemlich geil ist und dass man das weitermachen will. Mir geht es zumindest so. Ja, also es ist ja, wenn du sagst zum Beispiel, dass es so gut läuft und so und dadurch so mit dem Leiden, guck mal, wir waren letztes Jahr, ich sage das fast in jedem Interview, aber das ist echt was Dolles, 43 Wochenenden unterwegs, ja, wo man sich halt auch auf einer gewissen Art und Weise sehr, sehr, sehr selbst mitbeschneidet auf eine Art, ja, also sehr zurückstellt. Und aber es kann niemand, aber auch nur ansatzweise von uns leben, ja. So ist es einfach. Und ich würde mir den Arsch abfreuen, wenn es so wäre, aber so ist es einfach nicht. ich glaube, daher steht ganz oft bei Leuten einfach so diese Frage im Raum, aufgrund von, ja, einfach den Zwängen, die es halt so gibt. Ja, du musst halt irgendwie einfach Kohle verdienen und musst halt irgendwie was auf die Ketten kriegen, dass du da halt mit überleben kannst. Und ich glaube, das kriegen wir bis jetzt noch irgendwie alle so ganz gut hin. Ich würde jetzt aber auch nie den Habitus an den Tag legen, wie wir ziehen hier nie weg. Ja, ich glaube, was ich für mich klar habe, ist, dass ich würde nie sagen sowas wie, ich ziehe niemals weg. Aber ich kann klar sagen, dass ich hier sehr gern lebe und dass ich dort, wo ich sehr bin, was mache, sehr gern lebe und eigentlich auch echt gerne leben bleibe. Ja, und Berlin stand für mich zum Beispiel noch nie zur Debatte. Das ist viel zu groß für mich. Das ist alles so, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich bin da dem prolligen Dorfbauern irgendwie näher als dem, weiß ich nicht, den handtätowierten Fuck-Nazis-T-Shirt-Träger, der nicht mal aus dem Berliner Ring rauskommt, weil ihm da zu weit ist, rauszufahren und aus dem Berliner Ring raus sozusagen, ja, sozusagen so blöd. Und das ist mir viel ferner, ganz oft. Und ich lebe sehr gerne in MacPom, aber diese Frage ist ja auch was ganz doll einfach unseren Umkreis an Freunden nur so betrifft, weißt du? Zum Beispiel dieses Lied für diese eine Nacht, das habe ich für sehr gute Freunde geschrieben, die einfach wegziehen mussten. Ja, da ist ein Mensch dabei, der hat 1,5 Jahre lang eine Arbeit gesucht. Der ist Diplom-Ingenieur, ja, der wollte unbedingt in MacPom bleiben. Und wo ist er jetzt? In Berlin halt, weil er keinen scheiß Job bekommen hat, ja. Und das ist schon was einen fickt und was natürlich auch immer weniger Gründe sozusagen für einen so bleiben, da zu bleiben, weil du das Gefühl hast, scheiße, schon wieder einer und scheiße und warum bleiben denn nur die Ficker? Und dann vielleicht noch die Leute, mit denen du dich gar nicht verstehst oder von den Nazis und so ein Scheiß alles ganz zu schweigen. Ja? Ja, verstehe ich absolut. Aber ich habe nun in der Vorbereitung zu diesem Interview, mal auf ein anderes Thema zu kommen, ich trinke gleich das Bier, keinen Stress, ist irgendwie, während ich mich für dieses Interview vorbereitet habe, ist mal wieder die 25 Jahre Stage Bottles Platte bei mir, die EP, One World One Crew, gelandet, wo ihr ja auch ein Feature oder beziehungsweise du ja auch gefeatured habt. Und ich habe mich gefragt, komm auf die neue Platte, damit Information ist dann auch sehr bedeckt, komm auf die neue Platte Features. Würde ich mir nämlich persönlich wirklich wünschen. Also ich fände es mega geil, wenn zum Beispiel Olaf von den Stage Bottles ein Saxophon-Part einspielt. Wir können das Feature eigentlich schon aufdecken. Ich glaube, das ist jetzt nicht sowas, was wir irgendwie groß geheim halten, oder?
bei Amazon. Ah, okay, hab ich nicht geguckt. Nee, das ist ich, so mein Ding. Oder? Ich weiß nichts. Es wird ein Feature geben, es gibt einen Hip-Hop-Part. So, ja, so. Antilopen-Gang? Nee, das wäre jetzt ja zu klischee-mäßig. Ja, nö, ich finde die Antilopen-Gang geil, ja. Die Leute haben ein paar Mal mit denen geschrieben und mache im März ein Konzert mit denen in Rostock. Aber das wäre mir, also, würde jetzt einfach nicht so passen, weil wir uns einfach nicht jetzt irgendwie so doll kennen. Wir haben Kumpels, die machen halt eine Hip-Hop-Crew. Waving the Guns heißen die, aus MacPom halt, und die bringen halt ein paar drauf und das sind halt geile Leute und passt vielleicht auch einfach in dieses Bleiben oder Gehen, dass ich glaube, wir vielleicht auch wie mit diesem Medienkollektiv Manfred da aber auch wenn wir auf Tour gehen mit der Albumtour halt immer irgendwie Supportbands haben, nicht irgendwie Leute, die wir jetzt einmal kennengelernt haben im Saufen und uns besoffen abgeleckt haben oder was weiß ich, ja, sondern mit denen wir uns 10-mal besoffen abgeleckt haben schon oder so, ja, oder nee, aber auch einfach Leute, die wir schon jahrelang kennen. Weißt du, mit denen wir vielleicht nicht nur Musik verbinden, sondern halt auch andere Sachen oder so. Ja? Vielleicht hat man schon mal, keine Ahnung, gemeinsam aufs Maul bekommen oder so. Ja? Oder hat auch schon mal Backpfeifen verteilt, ich habe keine Ahnung. Jetzt so dumm gesagt, also Leute, mit denen man irgendwie mehr verbindet, als nur irgendwie, hat man jetzt einmal beim Saufen kennengelernt. Ich glaube, das war uns relativ wichtig, dass man irgendwie Leute schon cool findet und halt auch mit denen irgendwie viel verbindet. Wenn wir schon bei Cross-Promo sind, sollte sich jeder von Waving the Guns Gesetzestreue lohnt sich nicht anhören. Nein, man sollte ein großartiges Album das Ganze anhören. Das ganze Album ist schon ziemlich großartig. Was ist es? Ist es die angelehnt zumindest an den Schlachtrufe BRD-Sampler? Für alle Altpunks da draußen, die wissen, was ich meine. Mein Favorite ist auf jeden Fall Gesetzestreue lohnt sich nicht, aber definitiv. Sollte man sich anhören. Wir kommen zu einer leicht kritischen Frage, die ihr nicht in den falschen Hals bekommen solltet vielleicht. Ihr habt ein Feature, weil wir eben bei Features waren, ihr habt ein Feature mit Jennifer Rostock gemacht. Jennifer Rostock, es ist einfach so stehen, die haben gleichzeitig mit euch damals im Folklore im Garten hier gespielt, stehen in der Kritik. Bei dem Festival meinst du? Genau, ja. Stehen vor allem bei feministischen Gruppen wegen einer Sexismusdebatte unter Kritik. Ich möchte nicht über Jennifer Rostock diskutieren. Was mich interessiert ist, wo liegen eure Grenzen für ein Feature? Mir ist klar, dass ihr nicht mit Kartoffeln aus Südtirol oder mit Kartoffeln... Sie haben noch nicht gefragt. oder mit sonstigen Kartoffeln, die da irgendwie in dem Dunstkreis rumschwimmen, ein Feature machen würde. Aber wenn wir davon ausgehen, dass Jennifer Rostock schon eher ein bürgerliches Ding ist, wo liegt eure persönliche Grenze, fragt man, ich frage mal hier links, eher? Frag mal rechts erstmal. Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, das würden wir mehr punktuell einfach so abschätzen. Ja, ich habe mir das Lied angehört, wir kennen den Chris, ja, der ja auch gleichzeitig bei Kotzreiz spielt. Ach echt? Ja, okay. Einfach immer sympathischer Typ gewesen, immer mit denen wirklich geil abgehangen, schon relativ viele Konzerte zusammengespielt. Da ist einfach eine Ebene, wo man, das ist jetzt nicht irgendwie beste Freunde oder so, einfach wo man sich sympathisch findet. Und die haben uns halt einfach gefragt. Ich fand den Song jetzt auch nicht total scheiße. Ich habe da mein Fuck Nazis-T-Shirt sozusagen angezogen, ja. Und ich bin halt auch einfach die völlig falsche Person, um sozusagen den krassen Zeigefinger oder sozusagen die moralischen Zeigefinger nur hochzuholen, ja, ich bin halt auch nicht ansatzweise perfekt oder so, weißt du, wenn jetzt Leute, ich bin auch mal totaler Idiot, sag auch mal Scheiße, bin auch ein Proll oder so und hau mal Scheiße raus, ich glaube, es geht halt für mich, also für mich wäre die Grenze, wenn ich halt denke, die machen halt nationalistische, rassistische Mucke, da sagen jetzt bestimmt Leute, okay, warum ist seine Grenze nicht, also für mich war das jetzt kein Lied, wo ich sage, oh, das kann ich überhaupt nicht mittragen, sondern ich finde die Band, wie sie es denn vielleicht rüberbringen, finde ich auch manchmal, wäre jetzt nicht meine Art und Weise, ja, ist deren Ding. Ich finde es cool, dass die sich gegen Nazis positionieren, die kommen auch aus MacPom, haben auch bei den Konzerten in Rostock, wo wir waren, klare Ansagen gemacht, nicht irgendwie nur gegen Nazis, sondern auch irgendwie sich schon gegen Nationalismus positioniert, was ich erstmal schon ziemlich cool finde. Und da sehe ich für mich eher erstmal die positiven Sachen, wo ich denke, jo, das finde ich geil, das finde ich gut. Und vor allen Dingen so eine Band, die halt so groß ist, dass sie das macht, das ist halt keine Selbstverständlichkeit
in der heutigen Zeit. Ja. Und ich habe da eher so den Blick für mich drauf und finde das dann cool. Dass das Leute bestimmt nicht alle cool finden, ja, das ist so, aber damit kann ich leben. Das ist für mich wirklich okay. So, ja, das wird dann Leute nicht geil finden, aber ich kann halt auch einfach sagen, weißt du, ich mache bestimmt nicht den moralischen Zeigefinger. Dafür bin ich einfach völlig die falsche Person. Die Grenze wäre für mich nationalistische, rassistische Mucke. So, und das wäre jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, sagen wir mal so, das muss ja nicht mehr an Freiwillig irgendwie sich aufgehangen werden. Ja, da hat ja jeder schon mal reingetreten sozusagen, weißt du? Auch jetzt gar nicht zu Unrecht oder so, weißt du? Aber ich meine so, ja gut, gegen Freiwillig sein, das ist ja fast jetzt gefühlt so wie gegen Recht sein sozusagen. Weißt du, jeder hat das mal zu sagen und dann fühlen sich halt alle irgendwie toll oder so. Pff, Mann, so interessant sind die auch nicht. Also. Und ich hätte zum Beispiel meine Grenze, wenn jetzt eine Frage wäre, ne? Auch mit dem Bewusstsein, dass ich auch manchmal ein Idiot bin, wäre zum Beispiel aber so eine Band wie, die hätten jetzt auch nie Bock, weil wir die Weltverbesserer sind, für die bestimmt und Gutmenschen, für die einen sind wir zu prollig, für die einen zu gutmenschenmäßig, wäre zum Beispiel sowas, eine Band wie Trailerpark oder so, ja, die finde ich scheiße, da hätte ich keinen Bock drauf, so jetzt so, ja, und das wäre für mich so eine Grenze, da denke ich ja, pff, so, keine Ahnung, das habe ich mit 18 gehabt, oder mit 16 gehabt, halt so zu provozieren. Nächste Frage ist, weil was du angesprochen hast mit den tätowierten Leuten und dem Dings. Ich habe das Folklore schon angesprochen. Folklore letztes Jahr, nach dem dritten Song ist irgendwie nie wieder Deutschland, Nazis raus. Wobei ich mir einbilde, dass es klar ist, dass bei euren Konzerten langsam selbst die Faschos gecheckt haben und der Verfassungsschutz, dass sie da nichts zu suchen haben. Ist es eigentlich, geht es euch manchmal auf den Sack? So als die Antifa-Vorzeigeband für sowohl für ein bürgerliches Lager als auch für einfach viele Antifas, dass ihr einfach so dieses, ihr seid einfach dieses Bild, so ja, da steht quasi das, wofür ich stehe, und dass man als Musiker teilweise nicht mehr interessant ist. Ich meine, im Endeffekt könntet ihr auch ganz ehrlich einfach nur 20 Furztöne raushauen und trotzdem würden es diese Menschen noch vielleicht unter Umständen geil finden. So. Also nervt das manchmal? Würdet ihr manchmal gerne sagen, so, ey, wir sind halt auch noch eine Punkband und das nicht sagt nur. Halt überhaupt nichts über uns aus, sondern über die Leute, weil die halt immer dich mit irgendwas identifizieren wollen. Wir sind halt, ja, wir sagen halt, wir sind Antifaschisten, ja. Wir finden Antifa geil, so. Wir gehen auf Antifa-Demonstrationen, ja. Finden es geil, wenn Nazi-Aufmärsche blockiert werden. Es gibt bestimmt 1000 schlimmere Sachen für uns, als wenn irgendein Nazi mal eine Backpfeife bekommt oder eine reinbekommt. Aber wir sind halt auch noch viel mehr, ja. So, und rein menschlich, aber auch rein musikalisch. Und ich glaube, das ist halt sozusagen, die Leute brauchen da immer irgendwie so eine Symbolfigur, aber was man halt auch gar nicht halten kann. Also, weißt du, sozusagen, ich kann da dem nur irgendwie widersprechen und kann halt auch einfach nur allen sagen, es taugt niemand von uns als der Retter, der irgendwas, ja, sondern wir sind genauso eine Idioten wie alle anderen auch mal. Bloß, dass wir, also, damit kann ich auch in dem Sinne umgehen, dass ich sage, ja, ich bin halt nicht perfekt und ich werde bestimmt, wenn die Leute, weißt du, sozusagen, ich brauche kein Konzert, mich turnt das total ab bei einem Punk-Konzert oder irgendeinem Konzert, da stehen dann 500 Leute, singen sich gegenseitig Alerte an die Faschisten an die Schnauze, schreien sich das und holen sich einen drauf runter und du denkst einfach nur, oh Gott, wie peinlich. Ja, mal ist es ja okay, aber dann und am nächsten Tag sind sie aber nicht beim Nazi-Aufmarsch. Da finde ich den vielleicht nicht total belesenen, irgendwas hochtheoretisch begabten Knaller, der dann aber auch wirklich was macht, wenn es mal drauf ankommt, ja, dann halt auf die Straße geht und sich irgendwie den Nazis in den Weg stellt oder halt auch im Alltag was macht, finde ich da viel sympathischer, der dann halt nicht die ganze Zeit beim Konzert sich einen so auf sich selbst runterholt. Das ist ja, mal ist ja, weißt du, sozusagen, ich kenne das ja auch mit mir, Mann. Ich bin auch, weißt du, den Saufi mit meinen Freunden, dann grölt man irgendeinen Scheiß und also und das ist dann auch geil, so diese Selbstbespaßung mal, ja. Aber ich meine, wenn es nur noch dabei bleibt und wenn die Leute sozusagen wirklich darauf backen bleiben und irgendwie die ganze Zeit so ein Mist grüllen, jetzt meine ich das gar nicht innerlich, aber sozusagen sich so die ganze Zeit einen auf sich selbst runterholen, ja, dann sollte jeder wissen, dass nur Selbstbefriedigen halt nicht irgendwie geil ist. Oh, kann man das so sagen? Willst du noch was dazu sagen? Selbstbefriedigen ist definitiv nicht geil.
doch, nicht nur, nicht nur. Nein, ja, ja, Mocha ist schon, wie die ganzen anderen Fragen, muss ich auch löblicherweise sagen, sehr gut beantwortet. Ja, also ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel, trink aus, ja. Verfassungsschutz, ne, ganz wichtiges Thema. Ist ja auch nicht so, dass es, weißt du, das war auch ein wichtiges Thema für uns. Aber wenn du dann nach 2 Jahren immer noch die gleichen Fragen immer wieder gestellt kriegst, dann denkst du auch irgendwann so, ey, Alter, wir haben gerade erzählt, dass wir ein neues Album machen und du fragst schon wieder eine Dreiviertelstunde nur uns über Verfassungsschutz. So. Nervt es auch irgendwann so. Das ist ein wichtiges Thema, aber es, also sagen, es ist halt auch einfach nicht das, was uns irgendwie total widerspiegelt, weil ich meine, hör dir unsere Lieder an, da geht es halt irgendwie um viel mehr. Ja? Es geht ja im Endeffekt, es geht ja, dass du galoppierst quasi an die Frage, an die ich jetzt zum Schluss oder Vorschluss kommen möchte. Ja, das, ich meine, ihr seid immer noch eine klassische Punkband, ihr habt immer noch dieses ein Recht auf gutes Leben und das gute Leben darf ich mir selber aussuchen. Jetzt ist es nun mal so und bei euch spiegelt sich das, glaube ich, neben Pesco am meisten wieder, den habe ich die Frage auch gestellt. Wir haben hier, also es läuft, was ich gut finde, mittlerweile eine Sache in Deutschland, dass Punkbands wieder mehr Beachtung bekommen. Also es ist jetzt egal, wie weit du Punk fächerst, aber, sorry, Findus, Love A, Turbostart, nee, Turbostart, ihr, Pesco, ja, die können ein Konzert ankündigen und das wird ausverkauft. Und gleichzeitig haben wir gesellschaftlich einfach ein Thema, und dann kommen wir genau dahin, dass Fußballfans zu 5000 in Köln marschieren können. Jetzt, während wir uns unterhalten, prügeln die sich wahrscheinlich gerade. Wir sind leider heute 8 Stunden. Genau, in Hannover sind es 1500 mittlerweile. Ist aber das letzte Mal, als ich los musste, lief es noch friedlich. Schade. Ja, also, aber genau. Aber wie seht ihr das denn? So dieses es existiert quasi eine Dissonanz, um das jetzt mal intellektuell, wie du es sagtest, zu sagen, zwischen auf Konzerte gehen und der wirklichen Aktion. So, es ist einfach, sich hinzustellen, wenn du zwischen 1000 Gleichgesinnten stehst und sagen, Alerta Antifa, es ist aber hart irgendwie. Oder es ist passiert einfach nicht so, dass sich jemand, wie in Köln gesehen, eine echte antifaschistische Mehrheit entgegenstellt. Naja, also wie siehst du oder wie seht ihr diese gesellschaftliche Entwicklung gleichzeitig? Ja, Musik ist okay, aber rausgehen ist mir zu anstrengend. Ich finde das eine gute Frage, aber man muss ja auch sehen, ich meine, bei unseren Konzerten sind ja keine 10.000 Leute. Ja? Sozusagen, wenn wir bei den Broilers spielen, stehen da 10.000 Leute und die Broilers sind meines Erachtens eine sehr geile Band, die einen guten, geilen Weg gegangen sind, mega sympathische Leute und die sich halt auch bei den Konzerten, wir haben es mehrmals erlebt, ganz klar positionieren und das nicht irgendwie so halbgar und ja, jeder schreibt mal Nazis raus oder so, ja, sondern einfach coole Ansagen gemacht haben. Sind Sie auch übrigens ganz kurz die Einzigen aus dem Sektor, also im Vergleich zu Betontod oder sonst wem, ja, wo Sie herkommen, sind Sie, glaube ich, mit die Einzigen, die sich genauso positionieren? Ja, finde ich ehrenswert, finde ich sehr cool, ja. Also ich habe keine Ahnung, Betontod und so was, ich höre das gar nicht, das ist so, pff, ja, ja, also ich kann das nur sagen, dass ich das so wahrgenommen habe. Weißt du, wenn jetzt 10.000 Leute bei irgendeinem vermeintlich irgendwie Antifa-Konzert werden, dann wäre das und dann geht gar nichts, dann ist es komisch. Also am nächsten Tag. Ich denke aber, es gibt natürlich eine Diskrepanz zwischen ja, diesem Schein und Sein, ja, na ganz klar. Also, aber das gibt es ja auch bei ihm selbst ganz oft, weißt du, du bist halt auch ganz oft selbst irgendwie abgegessen und so, denkst du, so, warum schon wieder diesen scheiß Nazi-Fickern hinterherfahren? Warum schon wieder diesen ganzen Arschlöchern dir sozusagen die Laune versauen lassen? Dann hast du halt irgendwie, du weißt ja, dass es irgendwie richtig ist und man fährt da auch hin, ja, und macht das auch, aber trotzdem frisst es dich ja auch auf einer gewissen Art und Weise auf und es kotzt einen ja auch an. Also was ich sagen will ist, ich will jetzt nicht gegen alle Leute, die hier gegen bei unseren Konzerten schießen, weißt du, ich finde es auch total okay, wenn mal Leute bei unseren Konzerten stehen und da sich halt den Schädel wegsaufen, um einfach mal so zu verdrängen, den ganzen Scheiß und dann halt auch mal so rumgrölen, ja. Also es gibt auch immer natürlich auch gute Leute und die gab es in Köln, die gab es auch bestimmt in Hannover heute hoffentlich, soweit ich weiß, es sind halt einfach gefühlt immer sehr wenige, ja, natürlich, und wenn ich meine, die wollen alle gegen Nazis sein, aber ich meine, gegen Nazis sein, das ist ja schon
nahezu fast ein Abturner. Ich meine, die CDU, die sind, sagen, die sind gegen Nazis. Ich meine, das ist auch mit alles klar. Du kannst, also... Aber die CDU macht halt auch einen Fackelmarsch mit Nazis und der AfD an der Reichspogromnacht. Ja. Ja, ja, ich weiß. Für mich ist so, ich will mich irgendwie, das ist jetzt aber auch nur so ein Moment, dass ich denke, das kann morgen total anders sein und dann hasse ich total ab, aber irgendwie so, dass ich denke, man muss, darf nicht alles total zerschießen und sagen, ja, scheiße, 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 sondern man muss sich halt auf die coolen Leute, die es so gibt, mit all ihren Fehlern, mit all den Sachen, die dann auch mal schieflaufen oder wenn man Streitigkeiten hat, ja, und sagt, na, da sind wir vielleicht nicht auf einer Linie oder, ja, muss man sich trotzdem irgendwie auf einer gewissen Art und Weise bis zu einer gewissen Ebene zusammenfinden und halt auch zusammen agieren, ja. Ich bin nicht so der DIY-Typ, also nicht der Klischee-DIY-Typ oder so, ja. Ich finde es aber total geil, was du jetzt zum Beispiel machst, ja. Vielleicht ist auch, mache ich vielleicht viel mehr DIY als irgendwelche vermeintlichen DIY-Leute, ja, was weiß ich, Konzerte organisieren, etc., pp. Was ich damit sagen will, ist, na klar gibt es so viele Rassisten in dieser Gesellschaft, so viel, ich meine, guck mal, was abgeht auf der Welt oder so, wie viel Scheiße, aber es gibt halt auch immer irgendwo gute Leute und man muss halt, solange man noch Kraft dazu hat, so von einem selbst, muss man halt sich positionieren und versuchen, noch mehr Leute dazu zu bewegen, die sich vielleicht nicht trauen, irgendwas zu sagen, weil sie vielleicht Angst haben. Nicht, weil sie scheiße sind, sondern weil sie Angst haben, dazu zu bewegen, sich zu positionieren. Und das meine ich vielleicht gar nicht jetzt mit groß, das fängt nicht damit an, gleich auf eine Antifa-Demo zu gehen. Das ist mir relativ lax, das muss nicht sein. Sondern es geht darum, dass Leute, was weiß ich, zum Beispiel jemand aus meinem engen Familienkreis, denen ist, glaube ich, Politik eigentlich auf einer gewissen Art und Weise relativ scheißegal, ja. So, aber man sensibilisiert den durch Quatschen, durch mal Streiten, ne, etc. Und dann bringt er halt, wenn die Flüchtlinge ein Fußballturnier machen, denen halt Fußballschuhe, ja. Wenn du das jetzt hörst von mir, bester Mann, ne, aber dann ist das sozusagen, dann gibt mir das persönlich viel, viel mehr als, weiß ich nicht, jetzt irgendwie so ein Antifa-Kiddy, das halt die ganze Klischee-Antifa-Klamotten sozusagen anhat, sondern die Leute, die vielleicht nichts machen, die schweigen, dazu bewegen, was zu machen, weil nicht alle sind scheiße. So. Und ich hoffe, dass es sozusagen dann noch so... Wir leben halt hier in einem totalen Luxus, um jetzt total abzuschweifen, ja, abzuschweifen. Und ich meine, wenn hier sollte man sozusagen noch Leute erreichen, die vielleicht nicht der Barbarei total verfallen oder so, ne? Das war das 100. Video von Macklins Blog. Das nächste Mal wirklich und endgültig, ich weiß, ich habe es jetzt ungefähr 30 Mal versprochen, Metallica. Und zwar, hörte Beate Zschäpe wirklich U2 oder vielleicht doch nur Lanza? Bis dahin, haut rein.